Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Dead by Daylight. Und heute muss ich mal eine kleine Ankündigung machen. Ich bin ja jetzt endlich vom Urlaub weg und habe leider eine schlimme Nachricht erhalten von den ganzen Dead by Daylight Twittern und anderen Sachen. Es gibt mehrere gute und auch schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wie wir schon sehen, Demogorgon bzw. der ganze Stranger Things Chapter verblößt sich langsam. Er verblasst und verschwindet. Wir können niemals mehr die Map spielen nach einem gewissen Datum. Und wenn ich jetzt mal dieses Datum auf sich nehme. Wo ist es das? Neuigkeiten haben. Stranger Things so. Nach dem 19. Nach dem 17. November kann man nichts mehr von den Stranger Things Kapitel kaufen. Wie die Charaktere und die Skins. Weil jedenfalls Stranger Things die Lizenz von DVD weggenommen hat, weil Netflix auf einmal eine Gaming-Industrie sein will und an eigene Games bei Netflix auch arbeiten möchte. So habe ich es jedenfalls gehört und so. Und jedenfalls, ich finde es richtig scheiße. Ich finde es richtig scheiße, dass Dead by Daylight oder jedenfalls Stranger Things DBD verlässt, und Dead by Daylight ist jetzt nicht ihre Schuld, aber die können wirklich nichts dagegen machen und haben einfach den Stranger Things Kapitel, Chapter verloren, und somit sind auch gewisse Demogorgon, Nancy Wheeler, Steve Harrington weg. Also die kannst du niemals mehr spielen, wenn du die nicht gekauft hast an diesem Zeitpunkt. Danach kannst du die nicht mehr kaufen, dann kannst du die nicht mehr spielen, kriegst die Perks dann nicht mehr. Naja, die Perks, vielleicht gibt es ja noch einen Weg, irgendwie Perks zu kriegen. Aber wahrscheinlich nicht. Die Skins kannst du auch nicht mehr kriegen. Deswegen will ich nur eine kleine Ankündigung machen. Wenn ihr Stranger Things noch nicht habt, kauft es euch. Kauft den ganzen Chapter. Holt euch eure Lieblingsskins. Und dann, wenn ihr alle habt, was ihr wollt, dann ihr könnt weiterspielen. Ihr könnt Demogorgon, Nancy Wheeler, Steve Harrington weiterspielen. Ihre Skins benutzen, die ihr schon gekauft habt. Und dann, es ist halt so. Was ich dann auch noch gefunden habe, ich würde das mal kurz im Video reinschneiden, habe ich einen Twitter-Post gelesen von Dead by Daylight, wie sie die Perk-Icons umändern wollen. Von nicht den Steve Harrington bzw. Nancy Wheeler Gesichts-Icons, sondern die werden normal zu originellen Survivor-Standards umoptimisiert, also die haben wahrscheinlich dieselbe Perk-Fähigkeit, wie die haben wollen, aber das Aussehen ist komplett anders. Also nicht mehr von Steve Harrington und Nancy Wheeler geschehen, weil Stranger Things niemals nicht mehr ein Game ist. Was ich wünsche von DBD sehr aus, DBD kann ja versuchen, Dead by Daylight kann es ja versuchen, Stranger Things nochmal zu erlangen, aber man weiß ja nicht, ob Netflix wirklich Pech oder Glück hat mit ihrer Gaming-Industrie, wie die es wollten. Somit, dass sie es schaffen oder nicht, vielleicht, wenn sie es nicht schaffen, dass sie vielleicht DBD Stranger Things neu übergeben, und somit kommt es wieder zurück im Spiel. Und na, das ist schade. Und was ich auch noch als gute Nachricht gesehen habe, nach ein paar, heute glaube ich, habe ich einen Twitter-Post auch von DBD gesehen, dass sie uns als Community irgendwas Schönes geben wollen und eine FNAF-Collaboration geben wollen. Das würde bedeuten, dass Five Nights at Freddy's endlich in DBD kommen könnte. Also, Dead by Daylight würde es machen, Collaboration wäre wahrscheinlich auf ihrer Seite, nur Scott Corton oder, wie gesagt, die neuen FNAF Entwickler bzw. Besitzer, wegen Scott Corton geht ja hier, sag ich mal, in den Ruhestand, das heißt, FNAF wird einen neuen Besitzer bekommen, könnte vielleicht eine gute Idee sein, dass DVD FNAF bekommt. Wäre wahrscheinlich spaßig, wäre wahrscheinlich cool, wäre wahrscheinlich mehr Jumpscares, horrormäßig. FNAF-Fans würden da auch kommen. Aber wie gesagt, sehr viele Kinder sind mit FNAF aufgewachsen, die 12 Jahre alt sind oder andere Sachen, oder 14. Und dieses Spiel ist komplett mal 18. Also ich bin schon, ja, wie gesagt, 19 spiele dieses Spiel. Und das Spiel ist schon Hammer, mit auch so den neuen Chapter mit Hellraiser, den PDB gespielt habe, und es ist super. Aber jedenfalls,
Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dieser neuen Neuigkeit, Twitter. Und wir gehen jetzt langsam im Game rein. Wir sehen uns. So, wir sind jetzt auch im Game als Minotaurus, als kleiner Oni. Und unser Name ist Hex Juicy Salt. So. Oh. Easy peasy, lemon squeezy. Ich muss da runter sofort. Da oben ist einer. Oh Gott. Ich sehe einfach nur mein riesen Mikrofon hier. So, ein bisschen besser. Ich hoffe, ihr könnt mich dann noch hören. Ich hab jemand gehört. Jemand war hier. Hier lang.
Jake liegt immer noch auf dem Boden. Hier war jemand. Okay. Ich habe jemanden kurz gehört. Ah, Bill. Rente. Good. Thank you.
Ach, da ist er. Den brauche ich. Unbreakable. Alle vier erwischt. Oh! Taurus Action. Das war cool. Das war wirklich cooler Match. So, wir sehen uns in der zweiten Runde. Let's go. So, nächste Runde und genau die Map. Let's go. Wir müssen zwei Survivor mit unseren Tonicom treffen. Nach unten wahrscheinlich. Yeah.
voll getroffen. Voll Knöchel. Das wollte ich. Der hat den Schlüssel. Gott, Palette weg. Mach mal gerade Palette kaputt. Ich muss eh noch rum, also. Ah!
Interessiert mich ja nicht. Ich habe meine zwei Dinger fertig. Herausforderung. Aua. Ich mag eh nicht so klauen. Deswegen, ich mach das nur für die Herausforderung. Hab ich, ne? Ja. So, dann können wir das eigentlich auch durchlesen und mal sehen. Da fehlt uns dann wahrscheinlich nur einer noch. Jake bites his lower time to finish this. Kill the bastard. Ja, da. Darkness. Vorletzte. Jeffrey hears mustache bumping around up ahead, but can't see a thing. He fumbles with wires, jams them at a wall, searching for an outlet. Bingo. Colorful lights flood over him. Playful music fills the area. An animatronic dog stares at Jeffrey with dead plastic eyes. Let's be friends. Jeffrey delivers a solid kick to the dog's chest. Let's be moving on. As soon as Jeffrey reaches the hall, he's overtaken by a teddy bear parade. Cartoonish animatronics emerge from the walls, singing, smashing cymbals, playing flutes, or at least pretending to. Crackling music plays from speakers above, singing a stupid song about hugs bringing the world together. Jeffrey elbows his way past Billy Bear and Dingles, buries a blade into Laffy's neck. Gets tangled up by Terry Tickle's outstretched arms, smashes off Poppo's lower jaw. Before he knows it, he's waist deep in the ball pit canal. Navigating the balloon forest, and that's where he finds Mustache, hiding at the feet of an animatronic tiger wearing a British Guard's uniform. Bah! The longer you cower behind Sir Cuddlepuss, the more I'm gonna make this hurt. Mustache makes a run for it. Jeffrey pulls a bottle of Afterpiece tonic from his inner pocket, gives it a swirl, and hucks. Glass shatters. A thick cloud of fumes envelop Mustache. The man stumbles and coughs, looks around in confusion, crisscrosses his feet as if each one wants to go a separate way. Jeffrey socks the idiot in the side of the head, knocking him unconscious. Time to go home. Hm, interesting. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Dead by Daylight und ciao, ciao. We'll meet again. We'll love again under the sky.